Und damit herzlich willkommen zu Folge 7. Schon mal eine kleine Entschuldigung. Die Folge könnte vielleicht etwas kürzer werden. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Zur Not werde ich die zusammenstückeln, weil ich komme gerade von der Arbeit, beziehungsweise habe heute den Tag gearbeitet. Und bin doch etwas platt. Ne? Ich habe ja gesagt, schon in der Community, nicht kommentiert auf dem Kanal, dass ich ja, kurzfristig arbeiten musste während meines Urlaubs. Deswegen bin ich etwas platt, weil aus dem Urlaub direkt in die Frühschicht, das war, nee, das war nicht schön. Aber, ich habe in der Zwischenzeit, wir gucken mal kurz auf die Map, habe ich die Map ein bisschen erkundet. Wir sind halt hier gestartet, glaube ich. Oder sind wir hier gestartet? Nee, wir sind hier gestartet. Hier, das ist, hier gestartet, weil hier ist mein Respawn-Punkt. Bin ich dann hier runter, hier ein bisschen rum, hier ein bisschen rum. Hab jetzt meinen Miner hier in dem Gebiet stehen, der mint gerade fleißig, wie ihr seht. Hab dann hier ja die, nach dem dritten Sprung, glaube ich, oder so, oder vierten Sprung, keine Ahnung. Irgendwann kriegt man hier diese Lady, wenn man die Schiffskommand-Quest macht. Die macht für mich gerade ein bisschen Scouting. Und wenn sie irgendwo reinfliegt, ist sie halt kaputt, dann ist sie kaputt. Die ist schon einmal ist sie tot, knapp dem Tod entkommen. Ich glaube, das war hier. Da ist sie hier gerade noch rausgesprungen. Und ja, ich habe hier einen Ausrüstungsgott. Also wir wollten nochmal ins Inventar gucken. Das ist das, was ich gekriegt habe, so als ich die, ja, als ich ein paar Piratenbegegnungen hatte, sagen wir es mal. Primär weißes Zeug und grünes Zeug. Mein Schiff ist derzeit, die Bewaffnung habe ich abgegradet. Da ist ganz schön viel drin, weil ich habe das ganze Schiff geupgradet. Wartet mal kurz. Ja, so. Der sieht jetzt ein bisschen bulliger aus. Der hat halt hier vorne 5 Geschütze drauf, hier unten 2 Abwracktürme. Weil ich dann zwischendurch mal gewartet habe, hab halt auf die nächsten Piraten gewartet und habe dann halt zwischendurch abgewrackt. Sieht ein bisschen bulliger aus und an dem bauen wir heute auch noch weiter. Jetzt bin ich mir allerdings nicht ganz sicher, wie ich das mache. Weil ich müsste theoretisch die Antriebe entfernen. Was ich allerdings nicht kann, weil ich jederzeit mit Piratenangriff rechnen muss. Weil der geht, oder kann ich den Server in Pause stellen? Nee, kann ich nicht. Wäre zu schön gewesen. Weil ich jederzeit, weil ich auf dem Server spiele, habe ich halt keinen Pausenmodus. Gut, dann fangen wir an. Wir entfernen mal die Antriebe. Ersetzen die Teile durch, ich würde gerne Frachträume einbauen, weil davon haben wir noch viel zu wenig. Hier unten lasse ich frei, das ist mit Absicht so, weil hier unten sind ein paar Korrekturdüsen drin, die sollen da auch drin bleiben. Jetzt wechseln wir zurück auf Eisen und machen die ein bisschen länger. Weil ich würde den gerne nach hinten etwas verlängern. Dann nehmen wir wieder Frachträume. Verlängern die so weit. Genau, oben, oben. Ups, warte, manchmal hier Block angleichen. So, dann haben wir hier jetzt erstmal schöne Antriebsblöcke. Frachträume. Wir sind bei Frachtraum immer nur noch 98. Ist immer noch viel zu wenig. Aber es ist halt leider so. So, dann brauchen wir noch wieder ein paar Korrekturdüsen. Die machen wir allerdings ein bisschen kleiner. Ja, komm, machen wir sie auf die komplette Höhe. Gehen dann zurück und nehmen, wir brauchen hier definitiv noch ein 2 Integritätsfelder. Dann wieder Frachträume und wieder so wie in der anderen Sektion auch, ups, nicht länger, sondern nur breiter, so bis sie sich kreuzen. Dann haben wir jetzt hier ein bisschen, ich bereite den gerade schon mal ein bisschen vor auf das A-Mining. Die sind jetzt ein bisschen breiter, genau, dann nehmen wir wieder Gerüste, ups, ja, das ist okay.
Setzen wieder Gerüste ran. Wir ziehen ihn jetzt also praktisch in die Länge mit Frachträumen. Und dann wieder Frachträume. Ich weiß, ich habe gesagt, ich baue nicht mehr, ich baue nicht so viel. Aber das lässt sich jetzt leider nicht verhindern, da wir das Schiff upgraden müssen. Wir gehen jetzt nach unten hin. Titan, wie viel habe ich noch? 7000, das ist okay. Machen die Titan-Triebwerke ein bisschen kürzer. Dafür hätte ich sie gerne, ups, nicht so lang. Hätte ich sie gerne ein bisschen länger. Und obwohl, wir können sie eigentlich nee, nicht länger, sondern einfach nur breiter machen. Breiter, René. So, dass sie hier unterklemmen. Nach hinten rausgucken lassen wollte ich sie eigentlich nicht. Na gut, machen wir das so. Oben nicht. Und dann hier an der Seite noch welche. Auch wieder länger, aber nicht ganz so lang, weil da sind ja noch die Korrekturdüsen, die wir berücksichtigen müssen. So, hier und hier. Das heißt, wir haben. Ja, kommt langsam. Und wir brauchen immer wieder Korrekturdüsen. Das ist very wichtig in dem Spiel. Dass man halt nicht. Nee. Ja, doch, ist schon richtig. Dann brauchen wir noch Korrekturdüsen so rum. Hier angepasst. Und das Ganze geht das hier auch noch. Genau, hier auch noch. Dass die Rotationsgeschwindigkeit gleich bleibt. Ich habe allerdings viel zu wenig Vorschub. Also Gegenschub, so dass die nicht, dass die, ah, verdammt, zurück, dass die Bremswirkung nicht beeinträchtigt wird. Die Bremsverzögerung muss nämlich immer mitberechnet werden. Das ist extrem wichtig. Ein bisschen. So, dann haben wir ordentlich Bremsverzögerung jetzt. Wir haben fast eine höhere Bremsverzögerung als Beschleunigung. Und wir brauchen mehr Generatoren. Dafür haben wir ein bisschen Platz gelassen in der Mitte. Obwohl, warte mal, jetzt wo wir die Dinger hier. Ja, ist immer noch zu wenig. Viel zu wenig Saft. Das ist nicht so schön. Machen wir jetzt 4, 6. Okay, das ist okay. Dann bauen wir hier nochmal Energiespeicher rein, dass wir schön lange boosten können. Jetzt sieht er eher aus wie so ein Truck, ne? Wie so ein Weltraumtruck. Hier halt die Verbindung, die wir gleich einmal panzern werden. Damit sie uns die nicht wegschießen. So. Dann kommt hier außenrum überall noch Panzerung ran. Ich weiß, dass es effektiver. Ach, ich habe kein Titan mehr. Ja, das ist ja auch dumm. Okay, dann halt nicht. Aber wir haben 5000 HP. Wir schauen mal, wie er sich fliegt. Dadurch, dass wir beim Dock sind, können wir gleich Crew anheuern, also beim Ausrüstungsdock. Was brauchen wir denn? Wir brauchen 9 Ingis und 5 Mechs. Halt nicht Ausrüstung handeln, sondern Crew anheuern. Haben wir alles nicht. Und anheuern. Und mein Schiff ist überladen, oder? Ja, 30 von 22. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Dann bauen wir hier oben einfach mal Eisen Crew Quarters noch mit drauf. Crew Quarters. 30 würde perfekt passen. Wenn das Schiff dann so bleiben würde, wie es ist. Und das tut es ja seltenst. Deswegen bauen wir hier auch nochmal Crew Quarters rein. Die müssen wir dann hinterher natürlich noch na, schützen. Ist ja klar, ne? Das ist so. Und fertig ist unser Truck. Wir gucken mal, wie er sich fliegt. Ja, der ist genauso wendig. Der ist sogar noch ein bisschen, der ist sogar noch
wendiger als vorher. Und sowas Ähnliches werden wir dann auch in groß bauen. Die Kanoniere passt auch, Bergmänner passt, die passen auch. Hier Systemslots. Wir haben zwei Systemslots dazu gekriegt. Das finde ich sehr, sehr gut. Wir haben zwar bloß weiße unbewaffnete Geschütze 1 und bewaffnete Geschütze 1. Bis wir was Besseres haben, muss das erstmal reichen. So, wir haben jetzt hier an der Seite, seht ihr jetzt hier, haben wir noch 5 von 7. Das heißt, wir können ein 2-Slot mit reinnehmen. Und hier unten haben wir 2 von 3. Das heißt, wir können noch den zweiten. Ich habe da noch einen Eisen-Abwrack gehabt. Wo ist denn der? Titan-Abwrack, unabhängiges Zielen. Zack. Das ist drauf. Jetzt haben wir hier einen Punkt weggenommen. Das heißt, wir haben jetzt noch einen für Waffen. Und da würde ich gerne hier hinten ein Doppelpoint Defensive draufsetzen. Sehr gut. Den setzen wir dann auf, ups, auf 3. Oder setzen wir den mal auf 0. Ah ne, das ist 2, das ist Abwrack. Und der ist 0, 9, 0 gibt es nicht. Und wenn wir dann rausgehen, können wir 9 auf Verteidigen stellen. Auf automatisch. Oder? Ja, automatisch ist, glaube ich, besser. So, jetzt kann ich ein bisschen besser abwracken, wenn ich in Bedrängnis komme. Haben jetzt einen Laderaum von 277, das heißt, es passt mir rein, weil leider fällt da doch das davon das ein oder andere mal ab. Und der ist echt manövrierfähig, ne? Da muss ich, bin ich echt begeistert. Der ist echt gut. Die Bremsleistung, vor allem die Beschleunigung ist böse. Guck mal, wie schnell der beschleunigt. Achso, wir sollten nicht so weit von der Station weg, weil wir brauchen noch Kanoniere und Bergmänner. Fällt mir gerade auf. Ja, okay, das ist die Bremsung ist doch nicht. Das Bremsverhalten ist doch noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Er braucht noch ein bisschen mehr Trägheitsdämpfer. Aber wir haben ja zur Not noch ein bisschen Platz. Warte mal, wir brauchen zwei Kanus und zwei Bergis. Hier, wie ihr seht, wir können weder Security noch Piloten anheuern, weil wir dafür nichts haben. So, jetzt ist das auch schick. Ja, ich glaube, ein paar Trägheitsdämpfer könnt ihr noch gebrauchen. Und dafür haben wir hinten ja noch so ein bisschen Platz, glaube ich. Wir nehmen mal das wieder weg. Das kann dann zur Not auf die Trägheitsdämpfer drauf geplatzt werden. So. Und hier oben können wir theoretisch auch noch welche reinbauen. Gut, dann bauen wir das Doppel-Defense wieder rauf. Und den setzen wir dann natürlich wieder auf die 9. So, dann ist das fertig. So, mal gucken, wie das Bremsverhalten jetzt ist. Ja, jetzt driftet er auch nicht mehr so stark. Das ist sehr gut. Das war die richtige Entscheidung. Jetzt ist es zwar nicht mehr unbedingt ein Hunter, sondern eher so ein Prototyp eines Transporters. So die Miniaturausgabe eines Transporters, aber das ist mir ja gerade egal. So, was haben wir denn hier? Jalit-Königreich. Ich würde gerne. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das reicht. Okay, wir gehen es einfach drauf ein. Entweder geht er kaputt oder nicht. Wir springen jetzt mal in diesen gelben Sektor rein. Warten wir kurz darauf, dass die Sprungroute berechnet wird. Wow, sind wir doch schon wieder bei 14 Minuten. Na komm, Sprungroute, mach hin. Na, sehr gut. Und bei meinem Glück lande ich wieder in dem Piratennest mit 85 Schiffen oder so.
Aber wir sollten genug Geschwindigkeit haben, dass wir dass wir denen entkommen. Ja, sage ich doch. Wie viele sind's? Sechs Schiffe. Ach, das ist ja noch niedlich. Gut, dann geben wir mal Gas. Der ist 9 Kilometer weg. Da ist der Sprungverhinderer, den müssen wir uns holen. Der verhindert, dass wir jumpen können. So, den müssen wir sofort, der muss sofort weg, weil dann, sonst können wir nämlich nicht fliehen. Und wir machen mal die. Na komm, achso, der ist schon kaputt, okay. Mal gucken, wie sich unser Tank macht. Der ist auch kaputt. Was bist du für einer? Wie weit bist du weg? Vor allem, der ist, naja, der ist noch zu nah. Zu weit weg. Nehmen wir uns mal den vor. Ah, jetzt bin ich wieder zu nah dran, ne? Aber wie ihr seht, unsere Firepower ist halt schon genau für sowas ausgelegt, ne? Der ist immer noch zu weit weg, ne? 17. Dann haben wir den da noch. Hui. Und unser Geschütz hinten schießt natürlich jetzt auch, ne? Nebenbei schießt er natürlich auch, wenn von hinten einer kommt, kriegt er natürlich auch die volle Breitseite. So, dann haben wir jetzt noch ein oder zwei. Ein, zwei. Huch, da guck mal, meine Abwrackleser arbeiten auch schon fleißig. Der ist 14 Kilometer weg. Da ist noch so ein Jump-Verhinderer. Der ist 19 Kilometer weg. Wir gucken uns erstmal um, ob hier noch irgendwas ist. Oh, da kommt einer. Wie, der schießt aus 5? Ne, der ist nur noch 6 Kilometer. Oh, der ist gerade rangeflogen gekommen. Naja, okay, gut. Und der Nebel ist hier so dick, ey. Das ist so krank. Na, komm schon. Oh, da ist was Grünes gefallen. Ja, sehr schön. Ich meine, das ist in meinem State of Mind gerade sehr, sehr unpraktisch. Weil ich das. Oh, Mining-Geschütz tun. Okay, aber kein Air. Na, schade. Weil ich will ja aufs Air-Mining gehen wieder. Der Plan ist im Grunde genommen, dass ich mir ein großes Kriegsschiff baue. Also keinen kleinen Jäger oder sowas. Sondern wirklich ein richtig massives Kriegsschiff, was ich dann voll ausbaue auch zum Flottenträger und so eine Geschichten. Und gleichzeitig auch ein Mining-Schiff, Schrägstrich Transporter. Ähnlicher Stil. Nur anstatt von Torpedorampen halt dann meinetwegen irgendwelche. So, war's das? Gut, dann können wir ja mal ans Minenfeld fliegen, weil ich sehe da nämlich was. Ins Asteroidenfeld meine ich. Das gleiche dann auch fürs Miner, nur halt als Transporter, nicht als Trägerschiff. Der kriegt zwar auch dann Jägerstaffeln. Aber halt eher Mining-Jäger und Salvaging-Jäger. Da ist noch was Weißes. Komm mal ran. Dankeschön. Gut, dann haben wir hier nochmal so einen großen Asteroiden, den wir einnehmen können. Und ich bin ja schon mal froh, dass das nicht gleich 12 oder 15 Schiffe waren. So, einnehmen, Asteroid verkaufen. Ach, scheiße, in welchem König. Wo sind wir jetzt gerade? In welchem Gebiet? Jolit Königreich, okay. Also an das Königreich verkaufen. Jolit Königreich gibt 4600 Erfahrung. Ruf, meine ich. Aber dann haben wir den Sektor geklärt und könnten hier theoretisch unser Miner reinschicken. Aber der ist unten noch beschäftigt. Also, wenn ich jetzt hier sofort wieder rausfliege. Der Sektor ist halt clear, ne? So, B einmal reparieren. Weil wir fliegen dann gleich direkt in den nächsten Raum rein. Wenn mein Energiesystem wieder hochfährt. Oh, Scheibe. Der ist ja vollkommen überlastet. Scheibenkleister. Haben die mir irgendwie einen Generator zerschossen oder sowas? So, was kostet mich das Reparieren jetzt?
Der ist ja voll überlastet. Wieso kommt denn der nicht mehr hinterher? Ich glaube, ich bin hier gestrandet, Freunde. Ich habe keinen Titan mehr, um einen Generator zu bauen. Also nicht, um den Generator in der Größe zu bauen, wie ich brauche. Alter Vater. Gut, da müssen wir hier erstmal Pause machen. Ich werde meine Abfragleser werde ich durch Mining-Laser austauschen. Wir haben ja ein paar an Bord, wenn ich das richtig gesehen habe. Eisenbergbau. Doppeltitan, Eisenabwrack. Eisenbergbau. Schade, ich hätte ja gerne den Titanbergbau gehabt, ne? Eisen, nee, warte mal, hatte ich nicht hier oben noch einen? Ach, so ein Abwrackleser, okay. Eisenbergbau. Die setzen wir auf die 2. Zack. Ups, 2. Oh, nee, die sollte ich ausmachen. Und dann muss ich mir hier ein bisschen Titan besorgen. Hier gibt es ja schön viel davon. Und ja, wir sind in der nächsten Folge wieder. Wenn ich hoffentlich aus diesem Gebiet raus bin. Und bis dahin, Freunde. Bye bye und tschüss.